Schalke hat den Anstoß. Sead Kolasinac. Suat Serdar. Starker Zweikampf. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer... Oh, da ist er durch! Die Gäste machen es, da ist das 1:0, da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 9, Erling Haaland. Stambouli. Mustafi. Kolasinac. Amin Harit. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Pass auf den Flügel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Fällt das Tor doch noch. Kolasinac. Schönes Pressing jetzt. Ballbesitz verloren. Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Suat Serdar. Amin Harit. Amin Harit. Das könnte die Gelegenheit geben. Und Tor! Alles wieder offen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Delaney. Sancho mit dem Ball. Jetzt Meunier. Hazard. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Er holt sich den Ball. Ballverlust. Hazard. Jetzt könnte er flanken. Erstmal geklärt. Der BVB mit der Ecke. Wenn sie die nutzen können, wäre das natürlich der Führungstreffer. Den trifft er, volle Lotte. Ganz starkes Tor. Die Ecke kommt. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Reus. Erling Haaland. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Vielleicht der schnelle Konter jetzt.
Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Ja, die wären gerne in Führung gegangen. Ja, könnte was werden. Es geht den Abschluss weiter. Thorgan Hazard mit keinem guten Spiel bislang. Er wirkt hier in vielen Situationen einfach zu passiv. Da müsste mehr kommen. Hummels. Erling Haaland. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Reus. Das ist Thorgan Hazard. Was macht er draus? Tor für Dortmund. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Jetzt liegt Schalke 04 hinten. Tor für den BVB. Die Nummer 6, Thomas Delaney. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Guerrero. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Es gibt hier Gelb gegen den FC Schalke. So viel Einsatz und damit natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. William. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Etwas Pech hatte er im ersten Durchgang. Fast hätte er schon zweimal getroffen, aber da war das Aluminium im Weg. Trotzdem ein ständiger Unruheherd, ein guter Auftritt. Gute erste Hälfte für den BVB, die Borussia führt, jetzt geht's hier weiter. Jadon Sancho. Und jetzt Reus. Ball ist bei Hazard. Meunier. Sancho mit dem Ball. Spielverlagerung jetzt. Guerrero. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Super dieses Zuspiel. Da hat er die Chance. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten.
Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Ecke kommt von Guerrero. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Auswechslung bei Borussia Dortmund. Macht das da gut. Guter Zweikampf. Ja, energischer Vorstoß. Sead Kolasinac. Amin Harits. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Hazard. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Flanke jetzt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Nabil Bentaleb, neu im Spiel, die Nummer 7, Marc-Uth. Ecke kommt in die Mitte. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Da passt er auf und kann klären. Zum gestrigen Sieg der U15. Alle Infos und Bilder zum Spiel finden Sie auf Jadon Sancho. Delaney. Ball ist bei Hazard. Da ist Sancho. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Manuel Akanji, Guerrero, jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gebt Einwurf für den BVB. Hazard. Akanji am Ball. Jetzt Meunier. Guerrero. Delaney. Das macht er gut. Da erobert er den Ball. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt Meunier. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Ball läuft gut. Sehen wir hier auch. Und das ist ja immer wieder der Fall heute. Ja, machen Sie klasse. Ist ganz sicher eine Ihrer großen Stärken. Ballverlust Dortmund. Damit steht nun fest, der BVB gewinnt dieses Derby.
Sie holen sich hier also den knappen Derby-Sieg. Das hätte auch anders ausgehen können. Das ist allerdings jetzt gerade völlig egal. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, er hätte ja um ein Haar einen Doppelpack erzielt. Aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade, aber es hat ja für den Sieg gereicht.